Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. heute Kapitel 2.5, die natürliche Exponentialfunktion und ihre Ableitung. Ihr werdet euch jetzt wundern, was ist das Exponentialfunktion? Dazu kommen wir später, darum geht es jetzt mal gar nicht. Wir haben jetzt hier verschiedene Terme hingeschrieben und wir wollen von euch wissen, von welchen dieser Terme könnt ihr die Ableitung schon berechnen. Überlegt mal. Ich hoffe, ihr habt es genug überlegt, wir gehen es mal durch. Gehen wir mal hier. Das könnt ihr. Faktorregel, Potenzregel, wisst ihr, was rauskommt? Was kommt raus? 10x. Super. Hier? Ja, können wir auch. Ist im Endeffekt eine Kettenregel mit innerer Funktion und äußerer Funktion. Können wir. Cosinus x können wir auch. Wurzel von 3x können wir. Kettenregel. Ja. Exponenten halb, dann passt das Ganze. Das hier, zwei Funktionen mit Mal verknüpft, wissen wir, Produktregel, klar. Können wir auch. Das hier, ja, ganz einfach, Summenregel, können wir auch. Das hier müssen wir uns überlegen, können wir umschreiben. Das ist einfach 2 mal x hoch 5 plus x hoch 3. Und das kürzt sich gerade weg, was im Nenner steht, mit oben. Perfekt. Die können wir auch. Können wir auch schreiben als x hoch 4 plus 3 durch x. Und das ist Regel. Genau, 3 durch x können wir wieder umschreiben. Kriegen wir auch hin. Okay, 2 hoch x. Steht das x mal oben, also im Exponenten. Können wir noch nicht. Also okay, mal, um das müssen wir uns noch kümmern. Was haben wir noch? Ah ja, hier 4 hoch x. Ah, ist ja fast sehr ähnlich. Können wir auch noch nicht. So, von dieser Funktion können wir die Ableitung nicht berechnen. Übrigens, solche Funktionen mit dem x oben im Exponenten nennen sich Exponentialfunktionen. Und in diesem Video und im nächsten Video wollen wir uns genau darum kümmern, dass wir davon die Ableitung auch bestimmen können. Wie gehen wir jetzt vor? Fangen wir mal einfach an. Wir haben unseren GTR hier rechts drüben und der kann ja die Ableitungsfunktion bestimmen. Wenn ich hier ins Graphmenü gehe und bin ich einen Schritt zu weit, aber hier sehen wir haben hier 2 hoch x, die Exponentialfunktion schon, und hier haben wir die Ableitung davon mal aufgeschrieben. Wir zeichnen die mal und sehen hier schon was. Der Graph der Funktion, der Graph der Ableitungsfunktion sehen sehr ähnlich aus, fast schon gleich. Das ist eine Eigenschaft von Exponentialfunktionen und die wollen wir uns zunutze machen. Erstmal gehen wir mal einen Schritt zurück und färben die Ableitungsfunktion oder den Graph der Ableitungsfunktion ein bisschen anders ein. Das können wir machen mit Exit und können einfach die Ableitungsfunktion hier über Style zwar nicht anders einfärben, denn Farben haben wir nicht, aber wir können sie zumindest punktiert machen lassen. Wenn ich hier punktiert mache, wechsle, hier sieht er mir, das normale durchgezogene ist der Graph der Funktion und das punktierte ist der Graph der Ableitungsfunktion. Wir sehen, der Graph der Ableitungsfunktion ist ein bisschen rechts neben dran, aber sieht schon recht ähnlich aus. Gucken wir uns das mal bei dem anderen an. Bei 4 hoch x. Jetzt gehe ich zurück, Exit, und ändere hier nur meine 2, genau, 2 del auf eine 4. Und hier leitet er wieder die obere ab. Das zeichne ich mal. Die Funktion, das ist der Graph der Ableitungsfunktion. Das sehe ich nicht so genau, ich zoome mal ein bisschen ran. Zoom in. Exit. Ja, sieht man das eigentlich schon ganz gut, vor allem wenn ich vielleicht noch einmal nach oben gehe, sieht man es vielleicht noch besser. Das ist der Graph der Funktion, das ist der Graph der Ableitungsfunktion, ist auch wieder recht ähnlich. Aber wenn ihr genau hingeschaut habt, ist euch eins aufgefallen. Ist dir aufgefallen? Nee. Nee? Vorher war der Graph der Ableitungsfunktion bei 2 hoch x ein bisschen rechts davon. Jetzt bei 4 hoch x ist er ein bisschen links davon. Ach was. Tatsächlich. Wow. Können wir jetzt vielleicht etwas vermuten. Vielleicht gibt es eine Zahl zwischen 2 und 4, bei dem die Exponentialfunktion, also diese Zahl hoch x, bei dem die Funktion und die Ableitungsfunktion bzw. der Graph von beiden hier genau übereinstimmen. Könnt ihr mal probieren. Pausiert das Video, spielt ein bisschen rum und versucht diese Zahl so genau wie möglich zu finden. Irgendwo zwischen 2 und 4. Viel Spaß. So, wir wissen nicht, welche Zahl ihr jetzt habt.
Wir machen es mal mit 2,7. Also hier 2,7 hoch x. Und jetzt müsst ihr ganz genau hingucken, wenn ich es zeichne. Ihr seht jetzt den Graph der Funktion. Jetzt gleich den Graph der Ableitungsfunktion punktiert. Ihr seht es noch ein bisschen. Jetzt schon nicht mehr. Das heißt, der Graph der Funktion, der Ableitungsfunktion sind hier schon fast identisch. Ich sage fast, denn bei 2,7 ist es nicht genau. Es gibt eine exakte Zahl, bei denen der Graph der Funktion, der Graph der Ableitungsfunktion genau übereinstimmen. Das ist eine irrationale Zahl. Das heißt, ihr habt unendlich viele Nachkommastellen. Die nächste wäre zum Beispiel 1, also 2,71 hoch x. Ja, und weil das auch noch relativ ungenau ist. Aber schon sehr genau. Ja, ja, aber hier handelt es sich um eine spezielle Zahl, nämlich die sogenannte Eulersche Zahl. Und ein paar mehr Stellen wären an der Stelle nicht schlecht. Ich zitiere deshalb aus dem Meisterwerk Mathematik Kursstufe Gymnasien Lambacher Schweizer. Wissen Sie es nicht auswendig? Baden-Württemberg. Seite 66 unten. Die Eulersche Zahl e auf 5 Nachkommastellen genau 2,71828. Das wollen wir mal gucken, ob mein Taschenrechner das auch so sieht. Ich gehe hier mal ins Ohrenmenü. Ich habe hier schon was vorbereitet, nämlich die Eulersche Zahl e hoch 1, also im Endeffekt die Eulersche Zahl selber. Wenn ich jetzt auf is gleich gehe, müsste das selber einstimmen. Müsste. 2,71828. Bis dahin weiß es auch das Buch. Das heißt, unser Rechner weiß noch viel genauer. Der weiß auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nachkommastellen genau. Genauer weiß das auch nicht. Es geht unendlich lang so weiter. Gut, das wollen wir jetzt als Regel auch mal übernehmen. In diesem Fall handelt es sich jetzt um eine Definition. Und zwar die Funktion f von x gleich e hoch x heißt natürliche Exponentialfunktion. Und das ist ein neuer Begriff. Deswegen unterstreichen wir uns den auch orange. Mit der Eulerschen Zahl e, das sind nochmal diese 5 Nachkommastellen, die wir vorhin genannt haben. Die müsst ihr euch jetzt nicht auswendig merken, aber insofern hier ein einigermaßen genauer Wert dieser Zahl. Und die ist für uns auch neu. Deshalb unterstreichen wir das ebenfalls orange. So, das Wichtige jetzt für die künftigen Aufgaben. Bei dieser Funktion f von x gleich e hoch x gilt, dass die Ableitungsfunktion genauso aussieht. Haben wir ja drüben im GTR gesehen, da war der Graph der Funktion und der Ableitungsfunktion identisch. So, wir kommen nun zur Aufgabe 1. Auch wieder drei Aufgaben, die ihr ableiten sollt. Ja, f von x ist e hoch 3x. Das ist schwierig, wahrscheinlich schafft es nicht, da ist eine Kettenregel drin. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, aber da könnt ihr euch auch die Lösung anschauen. Db f von x ist e hoch x² plus 4x, auch wieder Kettenregel. Dc f von x ist e hoch x plus 1 durch x, das steckt eine Produktregel drin. Gucken wir, ob ihr vielleicht eine Idee habt. Wenn nicht, schaut euch die Lösung an. Tada, da haben wir die Lösung. Noch nicht ganz. Ja, schon bei der a fehlt absichtlich die Lösung. Hört hier genau zu, denn es ist ein bisschen schwierig. Also, die Ableitung von e hoch 3x, was ist das? Hier ist wieder Kettenregel, wir haben eine äußere und eine innere Funktion. Die äußere Funktion ist e hoch irgendwas und die innere Funktion ist dieses 3x. Ihr wisst, e hoch x gibt abgeleitet wieder e hoch x und e hoch irgendwas gibt auch dann abgeleitet wieder e hoch irgendwas. Und die innere Funktion setzen wir für das irgendwas ein. Das heißt, e hoch, naja, die innere Funktion 3x. Eigentlich nur abgeschrieben. Schon einfach. Aber halt, wir haben noch was vergessen. Nämlich die innere Ableitung. Richtig, Herr Thein. Die innere Ableitung von 3x ist 3. Und Zahlen schreiben wir nach vorne. Es ist 3 mal e hoch 3x. Und das streichen wir noch. So, bei der b ist es genauso. Wenn wir eine äußere Funktion e hoch irgendwas und die innere Funktion x² plus 4x. E hoch irgendwas abgeleitet, die äußere Funktion ist wieder e hoch irgendwas. Für das irgendwas setzen wir die innere Funktion ein. Also haben wir wieder e hoch x² plus 4x mal, was fehlt wieder? Die innere Ableitung. Genau. Und die ist hier 2x plus 4. Achtet hier auf die Klammer, weil es ja das Gesamte mal diese e-Funktion. Gut, diese Klammer schreiben wir nach vorne. Es muss nicht unbedingt so sein, aber wir wollen uns angewöhnen, es genauso zu schreiben wie im Buch. Und genauso zu schreiben wie dann alle anderen Klassenkameraden. Das erleichtert uns das Vergleichen von Lösungen. Und wir haben folgende Konvention. Erst kommen Zahlen, dann kommen einzelne x.
Dann kommen Klammern und dann kommen E-Funktionen. Also hier Klammer vor E-Funktion. Gut. Die C, die war knifflig. Wir schreiben das Ganze erst um in e hoch x plus 1 mal x hoch minus 1. Die Klammer hier nicht vergessen, die vergisst man sehr leicht. Und dann haben wir wieder zwei Funktionen als Produkt geschrieben mit einem Malzeichen. Diese Funktion schreiben wir wieder als u hoch x ist e hoch x plus 1. Und die andere Funktion ist x hoch minus 1. Die leiten wir ab. Hier ist e hoch x, hier ist minus x hoch minus 2. Dann machen wir hier Produktregel, also das mal das plus das mal das. Haben wir hier, jetzt müssen wir nur noch vereinfachen. Okay, wir haben gesagt Zahlen, dazu gehören auch Vorzeichen. Vorzeichen kommen auch ganz nach vorne. Und einzelne x kommen nach vorne. Dann Klammer, mal Klammer auf, e hoch x plus 1, Klammer zu, plus, hier passt es schon, hier lassen wir es einfach so stehen. Gut, wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Erfolg bei den Aufgaben und blickt da jetzt durch. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Aufgabe, wo das, was wir neu über die E-Funktion kennengelernt haben, jetzt in unseren Zusammenhängen benutzt wird, die wir schon kennen, sowas wie Tangente, Hochtief- und Wendepunkte. Einfach damit ihr mal ein bisschen Überblick bekommt, was kann man jetzt neu alles machen. A, skizzieren Sie den Graphen der Funktion f mit f von x gleich e hoch 2x. B, untersuchen Sie den Graphen aus A auf Hochtief- und Wendepunkte. Und C, bestimmen Sie die Gleichung der Tangenten im Punkt A 1 e hoch 2. Gut, kommen wir erstmal zur A. Die Skizze des Graphen der Funktion. Bei der E-Funktion ist es so, dass es mit den Skizzen eigentlich relativ einfach klappt. Man muss sich nämlich immer nur zwei Stellen überlegen, wo ist die Funktion an dieser Stelle und den ungefähren Verlauf der E-Funktion kennen. Die erste Stelle wäre die 0. Wir überlegen uns, was passiert, wenn wir 0 einsetzen. E hoch 2 mal 0 ist das gleiche wie e hoch 0. Und irgendwas hoch 0 ist immer 1. Das heißt, für 0 sind wir hier an der Stelle 1. Mit der Lieblingsfarbe von Latein. Schönes Blau. Und dann überlegen wir uns die Stelle, an der die E-Funktion genau den Wert annimmt, den wir kennen, nämlich ungefähr dieses 2,71. Weiter müssen wir gar nicht wissen. Und das Ganze haben wir dann, wenn es gerade einfach e ist, also e hoch 1. Jetzt müssen wir überlegen, was müssen wir für x einsetzen, dass e hoch 1 steht? Naja, 2 mal, dann heißt bei x gleich 0,5 haben wir diesen Wert 2,7. Also schauen wir nach 0,5 und ungefähr hier oben nach der 2,7. Das heißt, hier ist ein weiterer Punkt. Und da müssen wir den Verlauf kennen. Sie nähert sich aus dem negativen Bereich sehr dicht von der x-Achse und steigt dann sehr steil an. Und entsprechend können wir die Funktion jetzt einzeichnen. Das ist jetzt die fertige Skizze des Graphen der Funktion. Wie gesagt, mit diesem Trick könnt ihr die meisten E-Funktionen sofort zeichnen. Überlegt euch immer, welchen Wert hat es an der Stelle 0 und für welches x-Wert haben wir sozusagen diesen Standardwert 2,7, den man sich merken kann. Gut, dann kommen wir jetzt zu B und der C. Das sind Sachen, die habt ihr alle schon mal gemacht. Ihr wisst, was die Schritte nacheinander sind, die man tun muss. Probiert es einfach mal aus. Es kommt halt jetzt neu die Ableitungsregel für E dazu. Und dann schauen wir uns gleich die Lösung zusammen an. Wir kommen jetzt zu den Lösungen vom Rest der Aufgabe. Bei der B ist nach Hochtief- und Wendepunkten gefragt. Bevor wir damit rechnen anfangen, erstmal ein Blick auf den Graphen. Wir sehen deutlich, Hoch- und Tiefpunkte gibt es da keine. Wendepunkte, naja, da müsste es einen Wechsel von der Links- in der Rechts- oder von der Rechts- in der Linkskurve geben. Wenn wir uns anschauen, der komplette Graph hier, das ist eine Linkskurve. Wir wissen also schon, es wird keine geben. Wir schauen es uns trotzdem rechnerisch an. Als allererstes machen wir die erste bis dritte Ableitung. Wir haben die Funktion f und x e hoch 2x, leiten das Ganze ab. Zunächst mal die äußere Funktion bleibt beim Ableiten so wie sie ist, e hoch irgendwas. Irgendwas ist hier 2x, das bleibt so, e hoch 2x. Und wir müssen noch die Ableitung der inneren Funktion machen, das war gerade 2. Und das schreiben wir jetzt direkt nicht als Faktor dahinter, würden wir e umschreiben nach vorne, sondern wir schreiben direkt 2 mal e hoch 2x. Die zweite und die dritte Ableitung funktionieren genauso, es kommt jedes Mal von oben der Faktor 2 runter und somit kriegen wir diese drei Ableitungen. Gut, erste Überlegung, mögliche Extremstellen sind dort, wo die erste Ableitung 0 ist, wo also 2 mal e hoch 2x 0 ist. Wir teilen hier mal durch 2, das können wir machen. Dann bleibt e hoch 2x gleich 0 übrig. Und jetzt müssen wir überlegen, naja, welches x kann ich denn einsetzen, dass diese Funktion 0 wird? Und es ist einfach so, eine Zahl hoch irgendwas kann niemals 0 werden. Wir sehen es auch am Graphen, das wird nie 0, e hoch 2x. Das heißt, es gibt keine Lösung, das heißt, es kann auch keine Extrempunkte geben. Versuchen wir uns zum Glück bei den Wendestellen. Diesmal muss die zweite Ableitung 0 sein.
holen wir uns von hier, setzen die 0 und wir sehen schon, das ist dieselbe Situation wie hier oben. Ich könnte noch durch 4 teilen, aber ich werde auch hier darauf kommen, es gibt keine Lösung, das heißt auch keine Wendepunkte. Das ist eh wichtig, das müsst ihr euch eh merken, könnt ihr vielleicht mal neben dran schreiben, e hoch x ist nie 0. Das ist ganz wichtig zu wissen, kommt immer mal wieder vor. Ja, einfach mal notieren, dann festigt sich es ein bisschen auch. Gut, jetzt noch zur C. Hier soll die Gleichung der Tangenten im Punkt A1 e Quadrat bestimmt werden. Wir machen wieder unseren Vierschritt, den wir euch die letzten Wochen in den Videos gezeigt haben. Erster Schritt, Funktionswert an der Stelle 1. Gut, der ist uns schon gegeben. Zweiter Schritt, wir bestimmen die erste Ableitung. Auch die haben wir schon gemacht, einfach abgeschrieben. Dritter Schritt, wir setzen den x-Wert des Punktes ein, bei dem wir die Tangente wissen möchten. Berechnen davon die erste Ableitung, das wäre 2e². Das ist gerade unsere Steigung. Soweit können wir dann die Tangentengleichung schon mal einsetzen. Das hier wäre gerade das m. Und als letztes nehmen wir den Punkt, setzen den in diese vorläufige Tangentengleichung ein. Y ist e², x ist 1. Lösen das auf. Naja, 2e² mal 1 ist gerade 2e². Das holen wir rüber auf die andere Seite. E² minus 2e² haben wir minus e². Rechts steht nur noch c, also wissen wir schon, was unser c ist. Und wir können die Tangentengleichung entsprechend vervollständigen. So gut, damit hätten wir diese Aufgabe gelöst. Wenn wir jetzt kurz mal noch zum Anfang des ganzen Videos springen, da hatten wir so Funktionen wie 2 hoch x oder 4 hoch x, also Exponentialfunktionen. Da habe ich versprochen, dass wir davon die Ableitung bestimmen können. Jetzt können wir das noch nicht. Jetzt können wir momentan nur die Ableitung von e hoch x bestimmen. Die ist nämlich e hoch x. Im nächsten Video werden wir aber genau das weitermachen und werden dann merken, wie wir bei jeder Exponentialfunktion auch die Ableitung bestimmen können. Jetzt müssen wir aber erst noch das mit der natürlichen Exponentialfunktion weiter üben, damit sich das festigt, weil das andere ist eigentlich ganz schön schwierig, muss man sagen. Gut, das war's für heute. Weitere Übungen dazu wie immer in der kommenden Stunde. Bis dann. Tschüss.